und zocken, ja, keine Ahnung, irgendwas auf der PS3. Sehr wahrscheinlich die PS3, warum auch die PS4? Naja, ab Postapokalypse. Also es ist so, es gibt immer so verschiedene Orte, also Lager, und diese Lager, die haben immer eine bestimmte Anzahl an Materialien, die da drin rumliegen. Wenn man quasi einen Analogstick gedrückt hält, dann sieht man immer, wo man sich gerade befindet und was da noch alles ist und was. Also so kann man quasi nichts übersehen. Du siehst halt, Ja, okay, hier muss es jetzt irgendwo noch Schrott geben. das ist schon mal geil, also. Es wird zwar nicht zu offensichtlich gemacht, also, aber man lässt dem Spieler immer eine Chance, beim ersten Mal gleich alles Mögliche zu entdecken. Ja, deswegen, also Das, da. es ist nicht so unmenschlich versteckt wie diese Kammersymbole im Borderlands, wenn man nicht weiß, wo die liegen. Ja, das ist halt. Oder die Fragezeichen vom Riddler bei Batman, das ist halt auch so eine Sache. Nee, hier weißt du halt wirklich, okay, was, habe ich was übersehen oder nicht? Du hast halt ganz klar die Information darüber. Und es ist dadurch halt auch. Du sparst halt nerviges Hin- und Herfahren, ne? Nicht, dass du halt später dann nochmal zu irgendeinem Ort zurück musst, weil du da was übersehen hast oder so. So, jetzt Na, müssen wir aber uns. man, das ist ja schon. Mad Max quatscht ja noch vergleichsweise viel in dem Spiel. Ja, Weil ich sag's mal so, tatsächlich. in den Filmen war es so, im ersten Teil, da war ja noch. Ja, da war schon postapokalyptischer Film, aber da gab's halt wirklich noch Städte, Anwälte, ein bisschen Zivilisation. Und so merkst du dir jetzt zum Ende des Films so wahnsinnig, also so zu Mad Max. Und dann im zweiten Teil, es wird halt nie genau geklärt, warum. Der spielte dann, glaube, 15 Jahre später, da war die Zivilisation dann komplett weg. Also da war dann wirklich so die Welt wie hier. Und ja, weil man hat ja quasi immer gesagt, der erste Mad Max ist ja schon von 1979, kam zwar in Australien sehr gut an, aber halt bei den Amis nicht. Und deswegen haben die den zweiten Teil Road Warrior halt nicht wirklich wie eine Fortsetzung, weil sie haben ihn ursprünglich nicht Mad Max 2 genannt, sondern einfach nur Road Warrior. Wer ist das denn? Weil diese komischen Zeichen an den Wänden. Sah das nicht vorher noch anders aus? Höhlenmenschen. Höhlenmenschen, genau. Ja, diese Charakter, den wir da gerade eben gesehen haben, der wird uns auch noch später. Oder er wird später noch eine recht wichtige Rolle spielen. Jetzt nicht unbedingt für die Story, aber eine wichtige Rolle im Spiel auf jeden Fall. Ja, wird das quasi. Ah, shit, shit, wie ist dieser eine Ork, dem wir immer helfen mussten? Warte, lass mal. Katze. Oh. Here I heard the bloody sounds of a smackdown. You're not weak, are you? Tell me you're not. Huh? Praise be! Praise be! My buggy's just over here. Follow me! Was für ein Ork meintest du? Na, hier aus der Shadow of Mordor, die wir am Anfang mal helfen mussten, der eigentlich der totale Feigling war, aber das trotzdem zum Ach Hauptmann so, geschafft hat, der dann später totgeschlagen wurde. nicht Scumbag. Nein. Ah, wie shit. Redback, genau. Echt? Ja, Redback? Redback. Warte, Redback? Doch, ich meine schon, Redback. Nee, ich glaube nicht. Warte, ich google mal kurz. Ich meine, irgendwie so hieß der. So, der Hund hat jetzt hier ein Zuhause. In diesem wunderschönen Häuschen. Und wir haben unser erstes Fahrzeug, ein Buggy. Wir können mit RT beschleunigen, mit LT können wir bremsen und rückwärts fahren und mit dem Analogstick steuern. Kannst du den von allen Seiten sehen? Ja. Oh, cool, ein Oldtimer. Es ist. Also bei Mad Max spielen die Fahrzeuge auch immer eine Riesenrolle. Die sehen auch in den Filmen hammergeil aus. Das sieht Ja, ja bestimmt also. damals, weil selbst in Fury Road, der von 2015 ist, fast gar keine CGI ist. Amen! May we arrive in time to save your black on black from slaughter! These barbarians love to chop! Ich hätte es denn nicht Redback hieß? Nee, ich hab grad geschaut, also Redback definitiv nicht. Dann war Redback von irgendwas anderem, aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr von was. We can see the camp from up there without risk of detection.
Aber ich weiß auf jeden Fall, welchen du meinst, welchen Uruk. Und ich kann dir auch schon mal so als kleinen Spoiler sagen, der kommt auch wieder im in Shadow of War vor. Ach, also ist er doch nicht tot. Nee, irgendwie nicht. He's a big boss man from the gas town, you see. Scrotus always keeps the best parts for himself, Yeah, but he's not here now, you see. I don't see the Land Rover. I'm getting my car back. Wait, wait, please, please. An idea. It's better for you, and it's better for me. Just listen. Look, your black on black is toast. It's scrap. It's gone. She'll never be whole again. Huh? Now I can build you a car, bring into creation one that's faster and tougher than the black on black ever was. Yeah? How tough, how fast? Very. Faster than fear. Tougher than an iguana's gonads. Come with me. We mustn't be seen. Huh? I'll take you to the tabernacle, and when you see what I'm gonna show you, you'll be shouting holy all day long. Hauptmission abgeschlossen. Der Ungezähmte. Mein Auto ist fort. Von Scrotus war Warboys geschrottet. Ich brauche einen neuen fahrbaren Untersatz, und zwar bald. Kann dieser bizarre, geisteskranke Mechaniker mir helfen? Ja, vielleicht. Vielleicht. Und wir haben jetzt Fernglas. Ein Fernglas, was irgendwie nützlich ist. Auf jeden Fall, um Lager auszuspähen. Weil die meisten Lager haben nämlich Verteidigung. Und die wird uns, ich weiß es nicht, weil das hier das Tutorial ist, wahrscheinlich nicht, aber die wird uns automatisch angezeigt, sobald wir uns dem Lager nähern oder auf das Lager drauf gucken. Und dann können wir auch sehen, wie wir die ausschalten können. So, wir müssen aber erstmal zu Chumbucks. Versteck fangen. Upsala, ich hab das Auto geboxt. Ja, genau, können auch das Auto einfach mal umwerfen. Also ich muss sagen, sein Buggy ist auch ein relativ... Over there is the great white. An ancient seabed. I'm not sure. No, but we are at the bottom. It doesn't get any lower than this. Sein Buggy ist auch relativ einzigartig. Also die meisten Fahrzeuge im Spiel sehen anders aus. Wir sind im geheimen Versteck. Was? Oh, ich glaube, das hatte ich noch gesehen in dem 60 Minuten mit dieses Versteck. Ja. Wo man die Fahrzeuge tun kann. Genau, zum Beispiel dafür ist es da. Also es ist so, dieses Versteck, also im Prinzip ist es erstmal so eine Art kleines Tutorial-Versteck für die Verstecke, die nachher noch kommen. Also nachher sieht es ein bisschen anders aus. Da sind das dann so Festungen von so befreundeten, in Klammern, befreundeten Charakteren. Also wo dann auch Leute rumlaufen und so. Come and see yourself, huh? A dream, a hallucination become truth. The angel made steel. By the fire that moves the piston, by the tranny on all high, by the cam and the huge one blessed be, there she lies, the magnum opus. Oh yeah. There she is. This ain't her car. It's just a mess of parts. No, no, no. She's knowledge from the Numinous. Divinely inspired, she wills herself upon this world. Look! See, here, divine meets driveshaft in a symbiosis of faith. Modded and made to measure. You want some of that old-time religion, huh? I got a classic whammy turbo high dog, huh? Hell yeah! Bulletproof and torture-tested. Statically upgraded with chum bucket overdrive. Coils, and springs, and shocks, and links, too. It's gotta be 8 cylinders, nothing less. Yeah. We'll get there. Yes. First, we have to get her beautiful body. Show me where it is. Yes. Come. No
time like the present. Come on, Sig. We must go. Ja, genau. Das, was wir hier momentan haben, ist noch ein bisschen von einem Auto entfernt, aber es wird Gestalt annehmen. From a place sad and strange, where the chariots of old went to die. A place I call the graveyard. But we must go in the dead of night, when the buzzard guardians are away on their wild hunt. Ah, die Karte. Ich präsentiere dir die Karte. Wir befinden uns bis jetzt hier im Tutorial-Gebiet, da kommen wir auch erstmal nicht raus. Und also ist da einfach eine Magic Wall oder? Genau, da ist einfach, ich weiß nicht, wir können gleich mal gucken, das ist ja direkt hier links um die Ecke, aber da ist irgendwie der Weg, ich glaube, da ist das Containerschiff, liegt da jetzt momentan noch, oder irgendwie, der Weg ist auf jeden Fall versperrt. Kann ich rauszoomen? Ja, und das hier ist die Welt. Interessant, ne? Also die Great White ist im Prinzip der untere Teil und die Tote Leere ist der obere Teil. Also grob gesehen kann man das so sagen, die Great White, die große Weiße, ist im Prinzip früher mal Meer gewesen und die Tote Leere war quasi eine Stadt oder irgendwie Zivilisation, was auch immer. Damit man mal so ungefähr weiß, wie das grob aufgebaut ist. Und dann gibt es da eben verschiedene Locations. Aber da können wir jetzt momentan noch nicht hin. Wir sind momentan noch ganz hier unten in der Ecke. Wir können ja mal gerade gucken. Theoretisch ist nämlich hier der Weg in die große Weiße. Ja, da ist noch was. Hier ist quasi so eine Wand aus geschrotteten Autos. Ah, Grievous ist rausgeflogen. Das hatte ich ja jetzt gar nicht erwartet. Gut, wir machen einmal einen kurzen Cut und sehen uns gleich wieder. Wir sind doch schon erschreckend weit gekommen. Ihr müsst wissen, Grievous Internet hat regelmäßig Probleme. Von daher hoffen wir das Beste. Ich mache hier einen kurzen Cut. So, es geht weiter. Yep, mein altbekanntes Internet. Also wir haben ja schon mal versucht, Mad Max aufzunehmen, da haben wir irgendwie 17 Minuten mit Unterbrechung geschafft, sind nicht über die Intro-Sequenz rausgekommen, haben es dann wieder aufgegeben. Warte mal. Muss gerade nochmal zurück zu Windows. Habe ich denn Windows? Ah, fuck. Mein Sound ist zu leise. Moment, ich muss nochmal die Aufnahme unterbrechen. So, jetzt geht's aber weiter. Jetzt haben wir auch wieder den lauten Sound. Kannst du alles verstehen? Ja, hoffentlich. Ja. Ja. Okay. Wir fahren jetzt zum Friedhof, wo wir aufgehört haben. Ich weiß nicht, ob du es gerade eben noch mitbekommen hast. Da hinten geht es ja in die große Welt. Da ist ja eine Sperre, hast du gesehen, ne? Ja, gut, okay. Die Titanic auf dem Sand. Im Prinzip irgendwie ein großes Containerschiff ist es auf jeden Fall. Und da hinten ist das Lager, wo wir rein wollen. Aber da kommen wir jetzt nicht rein. Aber ich glaube, die Mission hatte ich doch gesehen, weil dein. Fortunately, with Gastown comes the blessings of Guzzoline. We should find enough fuel for us to make it to the graveyard. Nein, wir haben keinen Sprit mehr. Da vorne gibt's. Ah, hier gibt's euch. Ah, von. Ah, hier die gelben Punkte auf der Karte sind Spritzellen, oder? Jein, also es ist so, die gelben Punkte, die du siehst, das sind im Prinzip Lager, wo es was zu holen gibt. Was siehst du denn immer, wenn du drauf gehst? Also hier gibt es zum Beispiel hinten zweimal Schrott zu finden, hier gibt es auch zweimal Schrott zu finden, da auch zweimal Schrott. Und da gibt es dann halt nachher auch noch so andere Teile, die du finden kannst, speziellere Teile. Aber quasi ein positiver Nebeneffekt zu dem Schrott, den du da finden kannst, ist eben, dass es da auch immer meistens was zu essen, zu trinken oder eben Treibstoff gibt, was man ja auch braucht. Aber eben nicht nur wie hier so komplett verlassene Lager, sondern eben oftmals auch, wo so ein paar Banditen oder so hausen. Das ist ja irgendwie, klar. Hier ist jetzt gerade keiner. Und du siehst, sobald wir das hier fertig haben, ist der Bereich automatisch 100%. Und wenn wir dann auch auf der Karte nachher wieder drauf gehen, ist... ja, das kann man jetzt gerade nicht leider gucken, weil da das Missionslogo drüber ist. Steht der Bereich da auch quasi als 100% abgeschlossen. Das heißt, man sieht genau, wo man schon. Oh, ist leer.
Na toll. Wo man schon war und wo man nochmal hin kann oder sollte. Whoever was here is long gone now. Along with anything of use. There's fuel all around. Keep your eyes peeled. Wollen wahrscheinlich, dass man zuerst hier hinfährt. Big steel gift box. What prizes do you hold? Ah, jetzt der Tank. Oh, und da ist er. Das sind jetzt die Roadkills. What the fuck? Er wollte angreifen, aber hat sich dann doch dagegen entschieden. Ey, fucker. Weißt du, wenn man die so verschwommen aussieht, dann erinnere ich mich ein bisschen an Mordecai von der Maske her. Ja, doch, die haben eine gewisse Ähnlichkeit mit Mordecai, das muss man tatsächlich sagen. Ich muss mir gerade vorstellen, wenn so ein Mordecai völlig besoffen auf die Mad Max zuschiebt. Ich glaube, wenn Mordecai ihn im Nahkampf raushalten würde, hätte Mordecai keine Chance. Ah, da ist der andere Schrott. Wie wenn Mordecai ihn im Nahkampf rausnehmen würde, hätte Mordecai keine Chance? Ja, Mordecai hätte keine Chance. Der ist Sniper. Ja, aber Nahkampfskill. Schwert. Ja, okay, wenn er wirklich sein Schwert dabei hätte, wäre das vielleicht was anderes. Wobei, du wirst auch noch sehen, Max ist auch gut darin, Leute zu entwaffnen, also. So ist es nicht. Oh, wir können sogar ganz voll tanken. Perfekt. Und wie lange dauert das, bis so ein Tank leer ist? Sehr, sehr lange, wirklich. Also das kann man auch nachher noch aufrüsten, soweit ich weiß. Und eigentlich, der Tank geht so gut wie nie leer. Also es ist sehr unwahrscheinlich, wenn man mal wirklich viel in der Welt unterwegs ist. Oh, habe ich hier noch was? Okay, also sprich quasi, wie mit dem Verdost muss man hin und wieder machen, aber... Ist nicht wirklich... Ja. Also es verhält sich genauso wie mit der Munition. Also... Ach, anzünden kann man den auch. Man kann ihn auch anzünden und als Waffe verwenden. Man kann ihn werfen, zack so. Und dann kann man damit eben Sachen in die Luft sprengen oder Türen oder was auch immer. Wie siehst du, da das hier das Tutorial ist, spawnt hier ständig neue. Ja, und man kann ihn eben auch immer, man hat eigentlich so gut wie immer, also dadurch ist es fast unmöglich, dass man mal irgendwo in der Wüste stehen bleibt. Man kann sich immer noch einen Benzinkanister ins Auto stellen. Oh! Dadurch kann es quasi nicht leer werden. Also das ist schon, da muss man schon wirklich das Ganze total missachten. Weißt du, so die Art und Weise, wie Max das Auto steigt, erinnert mich irgendwie an die des Saints-Charakters, wenn er immer so durch die Windschutzscheibe springt. Ja, nur dass es bei Saints noch ein bisschen unrealistischer aussieht, aber ich weiß, was du meinst. So. Na gut, das Teil hat ja auch keine Türen, also von daher. Boah, das sieht doch mal geil aus, von der Seite. Das ist die große Weiße. Die will Max ja überqueren, aber das kann er nur mit dem Magnum Opus. Und hier das, diese Stacheln, kannst du dir schon mal merken, diese Stacheln weisen darauf hin, dass die, Typis hier sind, die, wie heißen sie jetzt nochmal? Die Buzzards. Buzzards, genau. Also quasi so jede Fraktion ihre eigene Grenzmarkierung. Im Prinzip schon, ja. Muss ich da jetzt meinen... So let's make this one count. Ich will jetzt meinen Sprit für verschwenden, ist doch kacke. Na gut. Ich habe ja erst voll getankt. Ich muss mir gerade vorstellen, wenn Schambock jetzt so ein richtiger Assi wäre, einfach mit dem Magnus Opus loszahlen würde und dann steht Max mit dem Kanister. Hey, warte! Ah, ja, okay. Man kann ihn natürlich auch einfach abstellen, wie Max das hier gerade gemacht hat. Na, also quasi könnte man den... Man könnte ihn abstellen, mit der Pistole draus schießen und der explodiert trotzdem. Genau, man kann ihn auch mit der Schrotflinte in die Luft springen. Voll, da oben hängen Autos. Achso, da oben, ja. Das hier scheint eine Art Schrottplatz zu sein oder so. Sie haben sich aufgehangen, Suizid. Diese Flammen da hinten, es ist übrigens geil, ich liebe sowas bei so offenen Welten oder so, wenn du quasi von weitem, also alles was du da siehst, da kannst du auch hin. Ja, dieses... ich weiß, das kenne ich noch, da war es, glaube ich, konnte ja schon der erste Jack and Dexter hier von 2001. Ja, das finde ich unfassbar geil, ich liebe sowas. Da hinten, da wo die Flammen rauskommen, das ist Gastown. Das sieht man aber auch von weitem schon, also hier die einzige Stadt. Ach, das ist ja wirklich schon ein bisschen weg. Ja.
Hier natürlich ein bisschen. The fiends that tend this catacomb don't like strangers. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sie keine Fremden mögen. Tja. Das da sind Minen. Wenn man die berührt, weißt du ja, was passiert. Boom. Du kannst es dir sicherlich denken. Wow. Wie bei so einer Geisterbahn. Aha, so ein bisschen ist es auch. Nee, also das finde ich auch. Oh, da hinten sieht man sie fahren. So ein bisschen ist das auch so geil an dem Spiel. Also du hast halt nicht nur diese ganz normalen Momente, sondern du hast auch teilweise halt so, ich sag mal, in Klammern Dungeons oder Verstecke, wo es halt wirklich atmosphärisch wird. Und da muss ich auch sagen, das sind oftmals die Buzzards in Verbindung mit diesen atmosphärischen Verstecken. Während die Roadkills eher so für die Action-Momente zuständig sind, sind die Buzzards so ein bisschen für die Atmosphäre zuständig. Sprich Fraktion Emo in dem Spiel. Im Endeffekt schon. Also, oh. Also da, wo die vorkommen, da wird es dann auch meistens ein bisschen, ja, atmosphärischer. So. Sieht auch sehr, sehr geil aus hier, das Fenster. Oh, vor allem dieser Canyon da. Ja, schon so eine Art Canyon zusammen, würde ich gerade sagen. Hier oben wie so Wege mit Hängebrücken und so. Und unterhängenden Autos. Wow. Und? Der hat fast geklappt. Ja. Das war schon, das war... Oh. Ja, wenn man lange genug wegbleibt davon. Der wäre auch gemein, wenn diese Dinger so gesehen abgehen würden und auf deine aktuelle Position zufliegen würden. Das ist natürlich wahrscheinlich normalerweise so gedacht, dass man hier einfach ganz schnell durchfährt. Ja. Na, also andere haben einfach ihre Straßenschilder, also sprich nur 80 fahren und die haben halt sowas. Oh, wir machen das jetzt einfach mal so, wie es gedacht ist. Wuhu! Oh, Drift King. Die Steuerung von den Autos ist auch sehr nett, aber ich muss sagen, in den Rennen nervt sie manchmal. Es gibt nämlich auch so Straßenrennen. Das ist eigentlich das, was ich am wenigsten an dem Spiel mag. Die Straßenrennen mag man eigentlich gar nicht glauben. Obwohl die auch jetzt ganz lustig sind, aber... There! Our prize! Right for the taking! Go quickly! The only way to get up there is through those cave tunnels! Yep, wir müssen durch die Tunnel.